Am 21. Februar kam der Landtag zu einer Sondersitzung in Schwerin zusammen. Der einzige Tagesordnungspunkt: aktuelle Corona-Lage. Stellvertretend für die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gab Simone Oldenburg eine Regierungserklärung ab. Wir haben Grund zur Zuversicht, trotz der noch immer angespannten Lage. Die Inzidenzwerte sind immer noch auf einem hohen Stand. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 9,1, aber der steile Anstieg aus dem Dezember und Januar ist gestoppt. Die wichtigste Botschaft ist, dass der befürchtete Kollaps des Gesundheitswesens ausgeblieben ist. Hier gibt es eine positive Entwicklung, die uns den Weg in die Normalität ebnet. Laut Oldenburg sind die Menschen der Pandemie nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Aus diesem Grund sollen die Corona-Maßnahmen schrittweise gelockert werden. Ein gemeinsamer Antrag der SPD, Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen, CDU und FDP-Fraktion sieht eine behutsame Öffnung im Frühjahr 2022 vor. Laut SPD-Fraktionsvorsitzenden Julian Bahlen soll so schnell wie möglich und gleichzeitig so sicher wie nötig geöffnet werden. Das bedeutet, meine Damen und Herren, übrigens nicht, wenn man sagt, Omikron ist leichter, das Versorgungssystem geht nicht in die Knie. Das bedeutet nicht, dass in den Krankenhäusern unseres Landes alles locker ist und da auch nichts los ist. Im Gegenteil, in Mecklenburg-Vorpommern werden Stand heute 418 Frauen und Männer ganz aktuell wegen Corona im Krankenhaus behandelt. Dem Antrag zufolge werden ab dem 20. März alle schwerwiegenden Eingriffe und Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aufgehoben. Bereits ab dem 24. Februar werden die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene zurückgenommen. Unter anderem Hotels und die Gastronomie werden ab dem 4. März entlastet. In diesen Bereichen tritt nur noch die 3G-Regelung in Kraft. Außerdem sollen mehr Gäste zu Großveranstaltungen zugelassen und Clubs sowie Diskotheken geöffnet werden. Dem fraktionsübergreifenden Antrag stimmten SPD und Linke sowie CDU, FDP und Grüne zu. Dieser heute beginnt mit einer guten Nachricht und mit Zuversicht. Bund und Länder haben sich bei der letzten MPK darauf verständigt, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie am 20. März weitgehend enden sollen. Eine lange, teilweise quälende Zeit wird dann zumindest vorläufig ihr Ende finden. Wir begrüßen ausdrücklich die von der Bund-Länder-Runde beschlossenen dreistufigen Lockerungsschritte. Und die überwiegende Mehrheit der Menschen in unserem Land hat mit solidarischem Verhalten, zahlreichen Impfungen und dem Einhalten der strengen Maßnahmen dazu beigetragen, dass wir diese Schritte in den nächsten Wochen gehen können. Wir begrüßen also ausdrücklich, dass in der Regierungserklärung eins hervorgehoben wurde, nämlich das, was die Gesellschaft gerade spaltet. Das zwischenmenschliche Konfliktpotenzial, was beschrieben wurde, zwischen Bekannten und Freunden. Einzig die AfD-Fraktion stimmte gegen den Antrag. Die Partei fordert, alle geltenden Maßnahmen fallen zu lassen. Dabei sind wir auch mit Ihrem heutigen Antrag von einem Freiheitstag noch meilenweit entfernt. Ihr Antrag ähnelt eher der Genehmigung eines Hofganges nach jahrelanger Isolationshaft, meine Damen und Herren. Der Beschluss des Landtages wird am 22. Februar während der Kabinettssitzung in die Landesverordnung übernommen.